Hallo und herzlich willkommen auf dem VPN-Tiger YouTube-Kanal. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr den Film Betty und ihre Schwestern bzw. im Originalen Little Women auf Netflix anschauen könnt und das sogar auf Deutsch, also mit deutscher Audio. Ihr seht im Hintergrund, ich habe den Film jetzt hier auch schon mal auf Netflix gesucht und ihr seht, im deutschen Netflix gibt es dafür leider kein Ergebnis. Aber um den Film jetzt hier wirklich auf Netflix anschauen zu können, gibt es einen kleinen Trick. Und zwar wisst ihr vielleicht, dass nicht jedes Netflix-Land dieselben Inhalte hat. Und deshalb müsst ihr unser Netflix in das Land wechseln, in dem es halt den Film Betty und ihre Schwestern bzw. Little Women auf Netflix schon gibt. Und wie man hier auf unox.com sieht, die Seite habe ich euch auf jeden Fall auch in der Beschreibung verlinkt, hier sieht man, dass es den Film Little Women zum Beispiel im brasilianischen Netflix gibt. Und um darauf Zugriff zu erlangen, müssen wir uns jetzt eine IP-Adresse aus Brasilien besorgen. Und es geht von überall aus der Welt aus, ganz einfach und schnell, mit dem dafür besten Programm, und zwar ist das ExpressVPN. ExpressVPN ist ein Programm, das ihr auf dem PC, Tablet, Handy, Smart TV oder sogar auf eurem Router installieren könnt. Mit ExpressVPN könnt ihr eure jetzige IP-Adresse in jede beliebige IP-Adresse jedes Landes wechseln. Das Programm bietet über 3000 Server in 94 Ländern. Und von all diesen Ländern hier, ich kann mir jetzt hier auch mal ganz schnell im Hintergrund durchklicken, könnt ihr euch ganz einfach und unkompliziert eine IP-Adresse besorgen. Und ExpressVPN ist das beste VPN für Netflix, das hiermit möglich ist, viele verschiedene Netflix-Bibliotheken aus anderen Ländern legal zu entsperren, einschließlich wie in diesem Video hier das brasilianische Netflix. Ihr habt also mit ExpressVPN Zugriff auf Inhalte, die in eurem Aufenthaltsland sonst nicht abrufbar wären, wie hier auf den Film Little Women bzw. Betty und ihre Schwestern auf Netflix. Und wenn ihr Interesse habt an diesem Produkt, an ExpressVPN, könnt ihr euch das Programm auch gerne über meinen Link in der Beschreibung downloaden, denn dann bekommt ihr noch ein sehr, sehr gutes Angebot, wozu ich gleich auch noch kommen werde. Aber um jetzt auf das brasilianische Netflix-Programm zugreifen zu können, suchen wir oben bei ExpressVPN einfach mal hier nach Brasilien und dann drücken wir auf den Pfeil hier und wählen uns einen Server aus, zum Beispiel einfach mal Brasilien 2, ist eigentlich egal welchen ihr da nehmt. Drückt ihr einmal drauf und dann in der Mitte auf Verbinden und schon habe ich meine deutsche IP-Adresse in eine brasilianische IP-Adresse umgewandelt. Wir können jetzt auch mal zurückgehen auf Netflix, die Seite hier aktualisieren und schon seht ihr, hier steht euch jetzt der Film Betty und ihre Schwestern bzw. im Original Little Women auf Netflix zur Verfügung. Wir können jetzt auch mal direkt draufklicken, damit ihr seht, dass es wirklich funktioniert. Und wie ihr seht, läuft der Film ganz normal. Natürlich muss ich jetzt hier schnell auf Stopp drücken, damit hier keine Copyright-Probleme auftauchen. Aber ihr könnt, wie gesagt, jetzt hier den Film Betty und ihre Schwestern bzw. im Original Little Women auf Netflix anschauen. Und zwar sogar auf Deutsch. Und es funktioniert, wie gesagt, mit ExpressVPN. ExpressVPN ist natürlich nicht kostenlos, aber ein kostenloser VPN würde für diese Zwecke nicht funktionieren, da es nicht genug Bandbreite hat, um Netflix richtig zu entsperren. Deshalb empfehle ich euch die Benutzung von ExpressVPN, weil über meinen Link in der Beschreibung bekommt ihr noch ein besonderes Angebot. Und zwar gibt es euch eine 30 Tage Geld-Zurück-Garantie und unglaubliche 49% Rabatt auf das Programm plus 3 Monate kostenlos, wenn ihr euch das Ein-Jahres-Abo holt. Unsere 30 Tage Geld-Zurück-Garantie, ein kleiner Trick von mir, ihr holt euch einfach ExpressVPN, schaut euch zum Beispiel alle Staffeln eurer Lieblingsserie oder eure Lieblingsfilme, die es halt im deutschen Netflix nicht gibt, an und holt euch dann das Geld ganz einfach innerhalb eines Monats wieder zurück und damit könnt ihr dann die folgende Serie ohne Mehrkosten anschauen. Oder ihr behaltet natürlich ExpressVPN einfach und nutzt die vielen Vorteile von diesem Programm, denn mit ExpressVPN könnt ihr zum Beispiel sicher Torrents herunterladen, Geld bei zum Beispiel Flugtickets sparen, viele ausländische Netflix-Bibliotheken freischalten, ausländische TV-Sender anschauen, deutsche TV-Sender aus dem Ausland anschauen und im Internet anonym surfen und ihr seid mehr vor Hackern geschützt. Und wie gesagt, würde ich euch auch nicht empfehlen, ein kostenloses VPN zu benutzen, denn kostenlose VPN-Anbieter haben nur wenige Server zur Verfügung mit nur begrenzt Bandbreite und schlechter Geschwindigkeit. Die meisten seriösen Seiten blockieren kostenlose VPNs sofort und außerdem bieten sie keine gute Sicherheit für euch und eure Daten. Deshalb kann ich euch nur ExpressVPN als beste Lösung ans Herz legen. Und übrigens gibt es natürlich auch noch viele weitere Filme und Serien,
die es halt im deutschen Netflix nicht zur Verfügung gibt, aber dafür eine andere Netflix-Bibliothek, auf Deutsch sogar manchmal. Das könnt ihr auf unox.com ganz einfach überprüfen. Die Seite habe ich euch auf jeden Fall auch in der Beschreibung verlinkt. Und das war es auch schon von diesem Tutorial, wie man hier Betty und ihre Schwestern bzw. Little Women auf Netflix anschauen kann. Ich hoffe, dieses Tutorial hat euch gefallen. Schaut doch gerne auf diesem Kanal vorbei für mehr VPN-Videos. Oder ja, klickt jetzt auf die vorgeschlagenen Videos hier. Und wenn euch das Video geholfen hat und ihr mehr davon sehen wollt, dann abonniert gerne diesen Kanal und lasst mir einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, ciao!